den Besetzungen in den USA und Frankreich, über die harten ArbeiterInnen in Indien und Barcelona, die sich weigerten, Schiffe mit Waffen für Israel zu beladen, hinzu der Bewegung in Großbritannien, der es gelang, drei Waffenfabriken der israelischen Firma Elbit Systems zur Schließung zu gewinnen. Heute, an diesem 1. Mai, wollen wir ein Zeichen der Solidarität an euch senden und ein Versprechen, dass wir auch in Deutschland mit aller Kraft für so eine Bewegung kämpfen werden. Wir brauchen eine massive Antikriegsbewegung und Mobilisierung gegen diese Repression, die sich gegen Aufrüstung, gegen Waffenlieferungen und demokratische Einschränkungen sowie angedrohten Angriffe auf das Streikrecht richtet. Die EB und Verdi müssen Versammlungen im öffentlichen Dienst einberufen, um die Militarisierung und die Kürzungen zu stoppen. Als revolutionäre internationalistische Organisation und mit unserer Hochschulgruppe Waffen der Kritik in Berlin, Bremen, München und Münster sowie mit unserer Zeitung Klasse gegen Klasse beteiligen wir uns an all diesen Kämpfen. Als ArbeiterInnen, als Studierende und als Antikriegsbewegung. Gemeinsam organisiert haben wir die Macht, die Kriegspolitik zu stoppen. Wir haben die Macht, die Konzerne zu enteignen, den Kapitalismus zu stürzen und eine sozialistische Gesellschaft zu etablieren, ohne Krieg und ohne Ausbeutung.